So kannst du in FIFA 23 eigene Spiele erstellen und sie in den Karrieremodus einfügen. Ihr geht auf der Startseite auf Anpassen und sagt dann Spieler erstellen. Wählt einen männlichen Spielertyp, eine Vorlage und könnt dann Vorname, Nachname und alles weitere anpassen. Das Land entscheidet natürlich, für welches Nationalteam der Spieler spielt und das Geburtsjahr setzt ihr natürlich etwas höher an, damit euer Spieler nicht direkt seine Karriere beendet. Und natürlich wählt ihr dann euren Wunschverein aus. Größe, Gewicht, die Position und alle anderen Attribute könnt ihr auch noch anpassen, genauso wie das Aussehen und die Kleidung. Wenn ihr euren Spieler erstellt habt, speichert ihr ihn. Danach erstellt ihr euch eine neue Karriere und dann ist das Allerwichtigste, dass ihr hier sagt, aktuelle Kader verwenden. Wählt dann einen authentischen Verein, wie das für einen erstellten Verein geht, werde ich euch im nächsten Video zeigen. Wählt dann euren Verein und wenn ihr alles richtig gemacht habt, findet ihr dann euren Spieler im Team. Für mehr Tipps gerne ein Like und ein Follow dalassen und gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort habe ich euch das Ganze ausführlich auch für einen eigenen Verein erklärt.